Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Arina D., ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent und ich setze Jungfrau hier in ersten Lebensbereich. Jungfrau gehört zum Erdeelement und das bedeutet Materie, Sicherheit, Stabilität und das sind Grundbedürfnisse. Jungfrau beeinflusst dein Aussehen und das ist eher bescheiden, du bist eher im Hintergrund, beeinflusst auch deine Persönlichkeit und hier kommt das kritische Denken durch und dieses analytische Denken, kritisch manchmal sogar dir selbst gegenüber. Jungfrau liebt Ordnung, ist auch eine Heilenergie hier und das natürlich prägt auch deine Persönlichkeit. Eher zurückhaltend, bescheiden, klug, praktisch und ökonomisch denkende, manchmal kritisch anderen gegenüber, manchmal sogar selbst gegenüber. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Energetisch hängt das auch zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, oder ich habe das gar nicht verdient, dann hat auch nicht verdient, hat immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Und hier hast du die Waage. Die Waage liebt das Schöne. Natürlich ist die Neigung da, auch mal Geld ausgeben für schöne Dinge. Aber wenn ich betrachte, deine Kreativität kann auch bedeuten, dass da Geld reinkommt durch Selbstständigkeit, durch deine kreative Arbeit. Waage hält die Gleichgewicht und das brauchst dein inneren Gleichgewicht auf jeden Fall und auch die Finanzen im Gleichgewicht halten. Einnahme, Ausgabe, dass hier die Balance herrscht. Der dritte Lebensbereich hat mit Erinnerungen was zu tun in die Schulzeit. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du gelernt? War das einfach für dich? Hat das Spaß gemacht oder war das schwierig? Wie hast du dich behauptet? Hast du durchsetzen können mit deinen Geschwistern oder anderen Kindern in die Schule? Und diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn wir damals das nicht gelernt haben, uns behaupten und durchsetzen, das spiegelt dann später das Leben oft im beruflichen Umfeld. Außerdem hier in diesem Lebensbereich sind Schulungen, Bildung, Austausch von Informationen, auch Medien, dann auch die vertraute Umgebung, eine kleine Reise. Hier hast du die Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit unseren Gefühlen was zu tun. Und hier hast du die Erinnerungen. Wenn das schön war damals
und du hast immer noch ein gutes Gefühl dabei. Das stärkt dich. Aber wenn hier verletzten Gefühlen waren und das sind immer noch diese Erinnerungen oder sogar Tränen, dann sollst du von diesen Gefühlen verabschieden. Und hier bei diesem Skorpion-Energie handelt es sich um positiven Gefühlen und negativen Gefühlen. Das ist die Transformation, die Kundalini-Energie. Das ist Schlangenenergie. Und das bedeutet, die eine Schlangenenergie zieht die Energiefeld nach unten und blockiert und zerstört einiges. Da sind die negativen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. All das sind negative Gefühle. Angst, Schuldgefühl und Wut, Zweifel, das kennen wir alle. Aber wir sollen von diesen Gefühlen auch verabschieden, weil wir bewegen uns in einer Grauzone, wir befinden uns schon im negativen Gefühl und damit öffnet sich Pandoras Büchse. Und die trojanische Pferd kann reinkommen, also Angriff von außen. Stattdessen sollen wir übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist göttlich, das ist schöpferisch, das ist die zweite Schlangenenergie und das steigt alles nach oben wie Phönix aus der Asche. Das befreit uns auch. Außerdem, wenn wir betrachten Skorpion, in der Nähe befindet sich ein Sternbild. Und dieses Sternbild heißt Schlangenträger. Und dieses Sternbild befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Ist auf dem Ekliptik. Ekliptik bedeutet die 12 Tierkreiszeichen. Eigentlich, wenn man das so überlegt, das wäre die 13. Tierkreiszeichen. Jetzt können wir die Frage stellen, warum zählt die Schlangenträger nicht zu diesem Tierkreiszeichen? Das kann ich nicht beantworten. Aber in diesem Bereich ist diesem Sternbild und handelt sich auch um diese Schlangen- und Schlangenenergie. Was erzählt diese Geschichte? Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt und der Sohn von Sonnengott Apollo. Und die Geschichte ist folgendes. Ein Kind, der Sohn von König, ist ein Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind heilen und retten. Und dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange hat die Gift in sich gehabt und der anderen Schlange die Heilkräuter. Und Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt er das Kind? Mit diesem Heilkräuter oder nimmt das Gift? Und zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen. Er hat das Kind mit dem Heilkräuter geheilt und gerettet. Und diese Geschichte hat uns eine symbolische Bedeutung. Wenn eine Schlange kommt mit Gift, heißt das Lügen. Wenn der anderen Schlangen kommt mit Heilkräuter, das ist die Wahrheit. Und da müssen wir entscheiden, woran glauben wir, an die Lüge oder an die Wahrheit. Wenn wir an die Lügen glauben, dann fallen wir in einen Honigtopf, wie das Kind. Und dann tatsächlich sind wir wie ein Kind, was alles glaubt. Stattdessen sollen wir in Wahrheit bleiben. Und das ist die Heilung. Immerhin ist Asklepios der Heilung, der himmlischen Arzt. Und hier hast du Gefühle und da brauchst du Heilung. Und bei Informationen auch unterscheiden, was glaubst du und was sollst du in Frage stellen. Jetzt sind wir im tiefsten
Punkt des Horoskopes, das vergleiche ich mit einem Baum. Und das bedeutet, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das gibt uns Halt, Sicherheit, Stabilität. Das ist unserem Herkunft, unserem Ahnen, unseren Traditionen und unserem Zuhause und alles, was mit Immobilien zusammenhängt. Hier hast du Schütze. Schütze steht auch für Reisen und Ausland. Das ist möglich, dass du Immobilien hast im Ausland oder wirst du im Ausland leben. Schütze zeigt aber etwas Wichtiges, die Begeisterung und die Richtung. Die Richtung, was auch die Schütze hier zeigt, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch sind da unsere Wünsche. Und das ist dein Wohnort. Was du wünschst, das kann auch im Ausland sein, eine neue Heimat. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Das sind deine eigenen Kinder, auch später Enkelkinder oder dein Kindheit, dein inneren Kind. Auch, das sollen wir auch stärken, immer wieder sagen zu uns selbst. Das hast du richtig gut gemacht, ich bin so stolz auf dich, weil das stärkt uns innerlich. Außerdem, wir sollen vieles von Kindern lernen. Mal beobachten, wie sie spielen. Und diese spielerische Art, diese Leichtigkeit, das hilft in unserem Leben. Dann kommen wir zum Lebensfreude. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In ersten Lebenshälfte, gerade in Kindheit und Jugend, ist schwierig. Manchmal auch streng, sehr, sehr streng. Und so hast du das in Kindheit auch erlebt. Im zweiten Lebenshälfte haben wir eine großartige Unterstützung von Steinbock, weil das macht uns weise mit Lebenserfahrungen, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir geduldig sind, dass wir Ausdauer haben, dass wir das nicht aufgeben, dass wir das auch ernst nehmen. Und was sollst du hier ernst nehmen? Deine schöpferische Kraft, deine Lebensfreude oder etwas in Gestalt zu bringen. Im sechsten Lebensbereich sind die Arbeit, den Alltag, Pflichten und Gesundheit. Das hängt auch zusammen, weil du kannst nur arbeiten, wenn du gesund bist. Und hier hast du Wassermann. Und das zeigt die Luftelement, also die Leichtigkeit, auch ein gewisser Freiraum. Das brauchst du im Arbeit. Du magst es nicht, eingeengt zu sein, oder magst auch nicht, wenn jemand ständig dich kontrolliert. Wassermann zeigt auch das Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich. Und du brauchst auch dieses Lebensgefühl, außerdem eine außergewöhnliche Tätigkeit. Wassermann steht auch in Verbindung zum Astrologie, weil herrscht Uranus und Uranus zeigt auch diese Richtung etwas. Wenn du betrachtest dein Aszendent, Jungfrau, und das zeigt dein Geburtsmoment, ich wiederhole das, was das ist, in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau im Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist im Westhorizont untergegangen die Tierkreiszeichen Fischen. Und in dem Moment aber, wo du geboren bist, sind noch im Gleichgewicht. Und in diesem Augenblick der Geburt schaust in diese Richtung und das ist ein Spiegelblick und du siehst hier drin deinen Seelenpartner und mit diesem Energiefischen öffnet sich diese geheime Tor zur Partnerschaft. Und was hilft dir, glücklich zu sein in Partnerschaft? Wenn du betrachtest die Fischenenergie. Und das gehört auch zum Wasserelement. Und Wasserelement hat mit unseren Gefühlen was zu tun. In diesem Sternbild befinden sich zwei Fischen und sie schwimmen im Wasser, in Gefühlen. Die eine Fisch
schwimmt in eine Richtung und das sind Gefühle wie Angst und Zweifel, Zweifel an sich selbst, hier bei Liebe, Partnerschaft, Zweifel an die Liebe und auch Selbstmitleid und diesen Gefühlen blockieren. Die andere Richtung, die zweite Fisch, wo eine ganz andere Richtung schwimmt, zeigt unseren Träume. Unseren Träume, unseren Sehnsüchte und daran glauben und das Vertrauen und dann loslassen, einfach geschehen lassen, dann kommt das im Fluss. Die achte Lebensbereich heißt der Tod. Tatsächlich hat das mit Tod, mit Todesfall, mit Erbschaft auch was zu tun. Aber viele andere Dinge gehören auch hierher. Etwas absterben lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Loslassen, kündigen, trennen von etwas. Das bedeutet nicht, dass wir alles loslassen sollen, sondern all das, was im Weg steht, was uns betrügt, was uns hindert. Das sind notwendige Schritte. Auch bei Gefühlen darauf achten, Angst loslassen, Zweifel oder Schuldgefühl, davon befreien. Das ist Wandlung, das ist Transformation. Und diese Wandlung hast du die Tierkreis zeichnen wieder. Und das gibt dir die Kraft. Und das heißt, wenn du von diesen Gefühlen loslassen kannst oder von Kontakten, was dich betrügt oder Gegenstände oder Glaubenssätze oder Gewohnheiten, wenn du das verabschiedest, dann hast du diese Kraft und mit dieser Kraft kannst du dich behaupten. Hier herrscht Maß und Maß setzt sich durch und stürmt voran. Und das ist Feuerelement, das ist Begeisterung. Neunter Lebensbereich liegt die Reisen. Und das bedeutet Ausland, Auslandskontakte, Urlaub, bedeutet auch eine höhere Bildung und Spiritualität, eine innere Reise. Und hier hast du Stier. Stier liebt das Gemütliche und so genießt du auch deine Reise. Stier steht in Verbindung zum Geld, auch zum Besitz, oft auch zum Immobilien. Wieder ein Hinweis, Immobilien im Ausland. Aber auch die innere Reise, Meditation, die Ruhe hilft dir dabei, deinen Inneren verschönern. Immerhin hier herrscht Venus. Die zehnte Lebensbereich sind die Ziele. Was sind deine Ziele? Wie erreichst du deine Ziele? Auch das Ansehen, Anerkennung oder Öffentlichkeit, außerdem die Berufung. Und hier hast du die Zwillinge. Und die Zwillingenergie hilft dir, Ziele zu erreichen, deine Berufung zum Leben, Anerkennung zu bekommen. Und dazu erzähle ich die Geschichte von den klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen, bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und sie leuchten im Himmel in Zeichen Zwillinge. Und die sind miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit zeigt, wie wichtig das ist zum Erkennen, dass wir Menschen eine Seele haben. Und unsere Seele ist in unserem Inneren und es ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung.
eine göttliche Funke in uns selbst. Und das ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper mit Erinnerungen und auch Gefühlen und kehrt zum Gott zurück. Und ich kann das sinngemäß so vorstellen, dann Gott fragt dann, ja erzähl mal, wie war auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und das ganze Leben wird sich abgespielt wie ein Film. Und wenn die Seele glücklich ist, zufrieden, dann hat sich von Karma befreit. Wenn die Seele aber meint, oh, ich habe da falsch gemacht etwas, ich möchte das besser machen, dann haben wir die Möglichkeit, etwas zu verbessern. Und die Seele macht eine Seelenreise. Und solange sind wir in diesem Rad drin, das ist dieser Schicksalsrad. Und das sind auch diese karmischen Erinnerungen, karmischen Aufgaben. Und solange sind wir in diesem Karma behaftet, bis wir da eine Lösung haben. Die Lösung liegt daran, glücklich zu sein, unserem Aufgabe machen, befreit zu sein, dass wir Ende unserem Leben sagen können, es hat sich gelohnt zum Leben. Und das, was die Zwillinge vermittelt, und solange, bis wir hier auf dem Erden sind und machen wir diesen Schicksalsweg, sind wir trotzdem verbunden mit Gott, mit dem Göttlichen, mit unserer Seele. Weil das ist in unserem Inneren und das zeigt Pollux. Der andere Teil ist Castor. Und wenn wir um unsere Seelen kümmern, dann entdecken wir unsere Intuition. Dann sind wir mit Gott verbunden. Und das ist ein höheres Bewusstsein. Und dieses höhere Bewusstsein hilft uns, viele Dinge im Leben mit Gelassenheit betrachten. Dann kommen wir zu diesem Leidigkeit, was die Zwillinge uns zeigen. Da haben wir ein ganz anderes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hilft dir, deine Berufung zu leben, Anerkennung zu bekommen, deine Ziele zu erreichen. Natürlich, Zwillinge ist klug und intelligent und hat einen Bezug zum Kommunikation oder Medien. Und das wäre eine Richtung, wo auch deine Berufung leben kannst. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und auch Freundschaften, auch Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Hier hast du Krebs. Wenn das um deine Wünsche geht, dann brauchst du den Rückzug, die Meditation, ein inneren Zuhause, ein inneren Tempel zu deiner Seele. Dann hast du diesen Bezug und dann kannst du das vorstellen. Das ist die Vorstellungskraft. Und Krebs hilft dabei, das reifen lassen, bis das geboren wird. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen. Alles, was im Geheimen ist und auch die geheimen Feinde. Und hier hast du die Löwe. Die 12. Lebensbereich zeigt auch, wie die Schwangerschaft verlaufen ist. Und das ist die Schwangerschaft von deiner Mama, so wie du das erlebt hast im Mutterleib. Also das ist sehr geheimnisvoll. Und jetzt schauen wir an, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Sonne befindet sich in Zwillinge, hier ganz oben. Und das zeigt, wie wichtig das für dich ist, etwas ins Licht zu bringen, im Mittelpunkt sein, etwas veröffentlichen, in Öffentlichkeit stehen. Die Jungfrau ist zwar bescheiden, aber Sonne hier ganz oben hat schon diese Bedürfnis. Mond befindet sich im Wassermann. Mond hat einen Bezug zu deinen Gefühlen. Und zeigt dir die Bereich, die Lebensbereich Arbeit und wie du den Alltag bewältigen kannst. Und das kannst du, wenn du intuitiv bist, wenn du auf deinen Gefühlen hörst. Mond hat auch mit Mütterlichkeit was zu tun. Vielleicht ist das für dich wichtig, Mutter zu sein
oder andere zu bemuttern, für anderen da zu sein, um anderen kümmern. Mars ist auch in Zwillingen und das ist deine Kraft. Also mit dieser Mars-Energie setzt dich durch im Leben, bedeutet aber auch Begegnung mit einer männlichen Person im beruflichen Umfeld. Jupiter ist auch hier in Zwillinge und das bringt dir Glück. Jupiter bringt immer Glück und du hast Glück, deine Ziele zu erreichen, deine Berufung zum Leben, Anerkennung bekommen, etwas veröffentlichen, in dem Mittelpunkt zu sein. Merkur befindet sich im Krebs. Merkur ist der Planet der Handlungen, ist auch der Planet der Kaufleute. Und Merkur löst aus Themen wie Wissen aneignen, das praktische Wissen, auch etwas lernen, etwas vermitteln. Kommunikation steht auch im Merkur-Bereich. Und Merkur ist für dich persönlich ein wichtiger Planet, weil dein Aszendent ist Jungfrau und über Jungfrau herrscht Merkur. Also das heißt, du hast einen ganz besonderen Bezug zum Merkur und auch einen ganz besonderen Bezug zum 11. Lebensbereich, wo um deine Wünsche und Hoffnungen geht und auch um Freundschaften. Venus ist im Stier. Du liebst Reisen. Kann auch bedeuten, dass du eine wichtige Verbindung hast im Ausland mit einer weiblichen Person oder dass du deine große Liebe im Ausland kennenlernst oder dass deine Liebe auch von Ausland kommt. Saturn ist in Fischen. Saturn belehrt dich. In der ersten Lebenshälfte ist Saturn streng. Und das zeigt sich im Liebesleben, war nicht einfach für dich, aber im zweiten Lebenshälfte sorgt dafür, dass Stabilität kommt in die Liebepartnerschaft, eine Struktur. Saturn hütet auch die Karma und beeinflusst unserem Schicksal und hier im 7. Lebensbereich zeigt eine schicksalhafte Begegnung, eine karmische Liebe. Uranus ist im Löwe. Und hier fühlt sich Uranus ein bisschen gefangen. Weil das ist wirklich wie im Schwangerschaft. Diese Energie muss neu geboren werden. Und Uranus zeigt Umbrüche und Veränderungen. Und das kann auslösen, dass jedes Mal, wenn eine größere Veränderung kommt in dein Leben oder ein unerwartetes Ereignis, etwas, womit du gar nicht gerechnet hast, dass du erstmal zurückziehst und zögerst bei diesen Entscheidungen. Und hier lernst du diese Uranus-Energie raus aus der Schattenseite und das ist wie eine Neugeburt für dich, dass du Mut zeigst und mutig zu sein für etwas Neues anfangen, etwas Neues starten. Und das zeigt sich nicht nur die Uranus hier, sondern auch die Wiederenergie im 8. Lebensbereich, weil das ist die Wandlung, die wieder unterstützt dich dabei, Mut zu zeigen und wieder liebt das Neue. Dass du nicht zurückziehst, wenn es um Veränderungen geht, sondern du wagst es und zeigst auch Mut. Neptun ist im Waage. Neptun lässt deine Träume leben. Vorausgesetzt ist, dass du daran glaubst. Wenn du das nicht glaubst, dann blockiert dich
Und dann fühlst du dich enttäuscht und das erlebst du hier in Finanzen. Die Neptun-Energie, man kann manchmal ein bisschen betrügerisch wirken. Das heißt nicht, dass Neptun diese Eigenschaft hat, sondern Neptun wird immer wieder mal missbraucht. Weil bei Neptun-Energie handelt es sich um Träume. Wenn jemand dir etwas erzählt und du glaubst daran, weil das erstmal so traumhaft schön erscheint und entspricht aber nicht die Wahrheit, sondern jemand versucht dir Geld aus die Tasche zu ziehen, dann kann passieren, dass du das glaubst und handelt sich dann um Betrug. Also immer vorsichtig, wenn es um Finanzen geht. Aber wenn du deine Kreativität lebst, und das zeigt auch Neptun, der Planet der Künstler, und die Waage ist auch künstlerisch, dann kann hier Geld kommen oder du kannst damit Geld verdienen. Pluto ist auch im Löwe und Pluto bedeutet hier, du hast die innere Kraft immer wieder, wenn du erstmal zurückziehst und überlegst, was sollst du loslassen, wovon sollst du verabschieden und immer im Kern der Dinge, immer im Kern der Dinge bleiben. In Fokus ist deine innere Kraft oder die Fokus ist das, was du gerade vorhast. Lass dich nicht verunsichern. Und jetzt kommt Ketu und Rahu. Die beiden bilden sich ein Drache. Und dieser Drache hat mit unserem Karma etwas zu tun. Dieser Drache ist getrennt. Es gibt die Drachenkörper, das ist die absteigende Mondknoten oder Ketu. Das kennen wir schon. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Das sind Erinnerungen, alten karmischen Themen, all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Und dieser Drache hat auch einen Kopf, ist aber getrennt und die Seele sucht das. Wo ist der Kopf der Drache? Und genau das brauchen wir. Dann haben wir die beiden zusammen und das löst aus, dass wir unsere karmischen Aufgabe gemeistert haben. Ketu, was die Vergangenheit symbolisiert, hast du hier im Waage. Das kennst du schon und da hast du die Erinnerungen. Das hat mit deinen Werten zu tun, mit Besitz zu tun, mit Finanzen zu tun. Und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was du noch gar nicht kennst, sollst du aber kennenlernen, weil das, was deine Seele sucht, das, was du brauchst, das, was dich befreit, das ist im Widder. Du brauchst die Widderenergie. Mutig zu sein, etwas Neues wagen oder wenn es um Veränderungen geht, nicht davonlaufen. Und jetzt schauen wir noch Erde an. Und das heißt, unserem Planet Erde bewegte sich in dein Geburtstag in Tierkreiszeichen Schütze. Gaia symbolisiert unseren Planet Erde und das zeigt die Manifestation. Und du brauchst einen Ort, wo du sagen kannst, da fühle ich mich wie zu Hause. Das ist meine Heimat oder meine neue Heimat. Und das gibt dir die Basis und die Fundament. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und das schauen wir auch an, aber erstmal erzähle ich dazu die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig, das ist die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt dann zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten, alle 27. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen.
und er besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und diese Bewegung zeigt, diese Tagesbewegung des Mondes, das sind diese sogenannten Mondhäuser. Dein Aszendent ist Jungfrau und befindet sich im Mondhaus Uttarapalguna. Und das bedeutet, es ist jetzt die Zeit gekommen zum Ernte. Mit anderen Worten, du hast etwas in früheren Leben oder in deiner Jugend gesät und als Erwachsene wirst du das auch ernten. Sonne befindet sich in der Zwillinge, hier ganz oben. Und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Himmel und läutet wie ein Diamant und du brauchst diesen Glanz. Und du brauchst die Öffentlichkeit. Die Jungfrau neigt zum Rückzug. Hier diese Energie zeigt auch, oh, lieber zurückziehen, aber dein Selbst braucht die Öffentlichkeit. Dieser Glanz auch. Mond befindet sich in Wassermann hier und dieser Mondhaus heißt Purva Patra und wird von Pegasus bestrahlt. Dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia und Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und sie erzählte überall, dass Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, der Gott des Meeres. Und er schickte den Walfisch im Königreich, diese prahlende Königin zum Bestrafen. Der Walfisch kam an und dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt, das mache ich nicht, ich mache, was ich will. Und dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und die Nähe war Medusa mit Schlangenhaaren, die furchterregenden. Und Andromeda hat Angst gehabt, bis dann Perseus kam. Und Perseus befreite Andromeda von diesem Fessel und tötete Medusa. Und in dem Moment wurde von Medusas Körper, von diesem Mutterleib, Pegasus geboren. Pegasus ist ein weißes Pferd mit Geflügeln und zeigt diese Befreiung. Befreiung vom Mutterleib, Befreiung von Unterdrückung, Befreiung von Angst. Und das ist für dich wichtig, für deine Mondenergie. Mond steht auch in Verbindung zum Mutter. Weil Mond symbolisiert Mutter, Sonne symbolisiert Vater. Mars befindet sich im Zwillinge und dieses Mondhaus heißt Mruga, wird von Orion bestrahlt. Orion ist der himmlische Jäger und dieser Mondhaus zeigt die Suche nach etwas. Jagen nach etwas und was jagst du? Deine Berufung oder deine Ziele. Merkur ist im Krebs und dieses Mondhaus heißt Pushia. Hier. Und Pushia bedeutet tiefe Intuitionen. Bedeutet auch, dieses Gefühl zu haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das handelt sich bei deinen Freundschaften. Wenn du intuitiv handelst, dann hast du auch die richtigen Freunde. Oder deine Wünsche, dass du verspürst, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann wird dieser Wunsch zum Erfüllung gehen. Jupiter ist in Zwillinge und dieser Mondhaus heißt auch Punarvashu, wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Himmel, das ist dieser Glanz, leuchtet wie ein Diamant und es gibt dir Glanz. Kann auch bedeuten, dass du sollst etwas veröffentlichen. Etwas veröffentlichen, wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Zwillinge hat auch mit Schreiben auch was zu tun und Informationen vermitteln. Oder Schulungen, Seminare halten. Und das ist dein Glanz, zeigt hier Jupiter. Und Jupiter ist auch die Weisheit. Und das
kannst du in deiner Berufung leben. Venus ist im Stier, hier, das ist deine Liebesenergie, zeigt dich auch als Frau und befindet sich im Mondhaus Rohini. Und Rohini war die große Liebe des Mondes, die Morgenröte. Und das heißt, du findest die große Liebe im Ausland. Saturn beeinflusst unserem Schicksal, hütet der Karma, bringt etwas in Form, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im Mondhaus Uttarapadra und das heißt, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle, in Gleichgewicht bleiben, geben und nehmen, im Gleichgewicht halten. Uranus ist im Löwe, hier. Dieser Mondhaus heißt Purva Palguna. Pluto ist im selben Mondhaus und das heißt, es war zuvor mal etwas. Und hier sind karmische Themen, also im früheren Leben. Und es kehrt wieder zurück und es muss reifen lassen und dann kommt die Vollendung. Neptun ist hier im Waage und dieser Mondhaus heißt Vishaka. Und Vishaka ist eine Feuergöttin und das zeigt die inneren Tempelfeuer, die Begeisterung in dein Inneren. Und das heißt, du kannst deine Träume leben, auch in Finanzen, wenn du meditierst, wenn du diese inneren Feuer pflegst, auch diese Begeisterung, Gewinn zu machen, Begeisterung, etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, oder Wohlstand. Rahu ist der Drachenkopf, hier diese aufsteigende Mondknoten. Dieser Mondhaus heißt Kritika, übersetzt heißt die Plejaden. Hier sind die Hyaden und die Plejaden. Sie bilden sich die goldenen Tor, die Ekliptik. Und das steht in Verbindung zum Märchen Frau Holle, weil in diesem Tor gehen wir durch. Und die Hyaden und die Plejaden weinen, die sind die Regengeschwister. Und in diesem Tor entscheidet sie, was regnet hier, Pech oder Gold? Wie ist die Einstellung in unserem Leben? Sind wir optimistisch, dann sind wir die Goldmarie. Oder wir geben alles auf und haben Angst und sind wir pessimistisch, dann ist das die Pechmarie und das ist die Lebenseinstellung. Und hier ist Rahu, hier hast du diesen karmischen Weg und das ist genau das, was deine Seele auch braucht. Ketu im Waage befindet sich im selben Mondhaus wie Neptun und das ist Vishaka, diese Feuergöttin. Natürlich, Feuer verbrennt etwas und wenn hier karmische Erinnerungen hast, dann würde das in diese Richtung was zeigen, es war Wohlstand da, aber das wurde verpulvert oder verbrannt oder wurdest du betrogen mit Neptun-Energie, kann das auch bedeuten. Und jetzt wiederkehrt sich etwas in dein Leben und jetzt kümmerst du um die Werte, um Besitz und Finanzen und meditierst, pflegst diese inneren Tempel, diese inneren Feuer und lebst diese Vorstellung und diese Begeisterung, im Wohlstand zu leben und bist vorsichtig mit Finanzen, dass es nicht nochmal passiert. Und jetzt noch zu Verbindungen. Sonne und Jupiter steht in Verbindung, sie wirken zusammen und das zeigt deine Größe, deine Weisheit und auch dein Glück im Leben. Sonne und Merkur steht in einer sehr guten Verbindung zum Venus. Du hast auch Glück mit Kreativität, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Saturn steht mit Mars in einer Verbindung und es ist eine gewisse Spannung. Und das heißt, oft stehst du in einer Herausforderung, wo du kraftlos fühlst oder du hast das Gefühl, du kannst dich nicht behaupten oder fehlt dir Mut, etwas Neues wagen und dann brauchst du den Rückzug erstmal, im Ruhe bewahren, im Kraft bleiben und dann Mut zu zeigen und etwas in Ordnung bringen.
Hier in die Mitte ist ein Symbol von der tibetischen Astrologie. Und das bedeutet hier wie Regen. Das ist so ähnlich wie die Hyaden und die Plejaden, was regnet. Gold oder Pech. Also die Lebenseinstellung zeigt auch Klärung und Reinigung. Und das bedeutet, dass du immer wieder Chancen hast im Leben, etwas Neues starten. Oder hast du Glück und du kannst das auch leben, diese Chancen und Möglichkeiten. Aber du sollst vorher etwas bereinigen und klären. Oft sind das die Gefühle. Angst loslassen, nicht daran zweifeln. Und wenn du im inneren Gleichgewicht bist, in diesem inneren Harmonie, dann wird etwas Neues entstehen dadurch. Und hier in die Mitte, die Farben zeigen die Feuerelement und Metallelement, das dominiert. Feuerelement ist eine Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und Metall zeigt die Reinigung und auch die Klärung. Und die Zahlen haben auch eine Bedeutung. Dein Glückszahl ist die Zahl 4 im Erdeelement. Du brauchst Sicherheit, Stabilität und Struktur und du hast Glück, das zu verwirklichen. Die Fokus in dein Leben ist die Zahl 7, dass du deine Chancen, Möglichkeiten erkennst. Und dann kommt die Feuerelement dazu, das wäre wie die Widerenergie hier, dass du mutig bist, das wirklich auch tun. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 1 im Metallelement, dass du alleinige Entscheidungen treffen sollst. Und wenn du etwas in Form bringen möchtest, dass du etwas erstmal bereinigst, klärst und verdrehst du die Gerechtigkeit und bleibst in deiner eigenen Meinung. Liebe Arina D., so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.